Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Vegan Books Beauty Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, dass wir nicht ganz so natürlich schön aussehen werden, sondern dass wir auch wirklich Beauty-Produkte sowohl im Bereich Skincare als auch dekorative Kosmetik hier drin finden dürfen. Naja, 89,99 kostet dieser wunderschöne, Adventskalender, soll einen Warenwert von ungefähr 200 Euro beinhalten und ein wunderschönes Aprikottönchen, aber ich persönlich finde ihn ein bisschen zu zurückhaltend vom Design her. Wir starten mit Kläppchen Nummer 1 und haben hier etwas drin von I Want You Naked. The Lovely Revitalizing Facial Oil ist hier einmal drin enthalten. Und das ist ein Gesichtsöl, welches wie viel Milliliter hat? 15 Milliliter. So schaut einmal die Umverpackung aus. Und ich hatte das auch schon mal da, ist mir persönlich ein bisschen zu stark duftend und etwas zu reichhaltig, um es halt im Gesicht verwenden zu können. Das hat bei mir leider ein paar Unreinheiten gemacht. Aber so schaut es auf jeden Fall aus. Ich finde es per se ganz cool, dass sie das mit reinmachen, einfach weil der Winter ja auch so ein bisschen die Jahreszeit ist, wo es allen ein bisschen kalt ist und die Haut auch dementsprechend etwas trockener ist. Und für mich ist es die Jahreszeit, wo ich mich mit der lieben Nicole zusammengetan habe. Aber auch schon seit August ist es dann ja quasi, ne? Und die stellt nämlich auch gerade diesen Adventskalender vor. Für eine zweite Meinung schaut gerne nach meinem Video bei ihr vorbei. Bei mir ist das Inlay so ein bisschen verrutscht. Muss ich ein bisschen um die Ecke fassen, um hier eine Lippenpflege rauszuholen. Crazy Rumors Natural. Das ist einfach eine Lippenpflege, die vegan und tierversuchsfrei ist und so ausschaut, wird sicherlich eine Originalgröße sein. Und passt auf jeden Fall in einen Beauty-Adventskalender rein. Ne? Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, um beim Reimen zu bleiben, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Das haben tatsächlich auch schon mittlerweile über 40.000 Menschen getan. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle von mir. Und ich habe ja gesagt, ich mache eine Verlosung bzw. mehrere Verlosungen. In diesem Video könnt ihr auch wieder zwei Adventskalender gewinnen. Das ist ein 12-Tage-Adventskalender von L'Oreal und ein 24-Tage-Adventskalender von L'Oreal. Für die Teilnahmebedingungen schaut gerne in der Infobox vorbei. Und selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir ein Beauty Glam Eye Serum drin enthalten. Ein straffendes Augenserum mit lang- und kurzkettigem Hyaluron. Das ist super, super wichtig. Das sind 30 Milliliter hier drin. Und zum einen ist es wichtig, dass wir halt verschiedenkettige Hyaluronsäurearten, Molekülgrößen, wie auch immer hier drin haben, dass die auch in unterschiedlich tiefe Hautschichten eindringen können. Wirklich wichtig. Und zum anderen ist es richtig nice, sowas hier drin zu haben, würde ich wirklich auch in Kombination mit einer regulären Augencreme verwenden. Also das mache ich aktuell auch. Aus dem Look Fantastic Adventskalender habe ich das The Ordinary und das gebe ich mir halt morgens und abends einmal so unter den Augen und auf den Augen drauf und das funktioniert wirklich gut. Dann zieht es kurz ein und dann kommt die normale Augencreme drüber. Auch hier haben wir wieder eine Pipettenflasche und damit kriegt man dann nochmal etwas mehr Feuchtigkeit in die Haut und kann so die kleinen Trockenheitsknitterfältchen wegbügeln. Hier haben wir die Nummer 4. Das finde ich gut. Die haben mir direkt zwei Masken von Louvercel Erde reingemacht, weil für einen Adventskalender von 90 Euro wäre ein Sachet, glaube ich, ein bisschen wenig geworden. Da haben wir einmal die Hydromaske, spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit 2x7,5 Millilitern drin enthalten. Das ist schön, sowas kann man wirklich auch immer ganz gut gebrauchen. Und die Anti-Stress-Maske von Louvercel Erde bei empfindlicher Haut. Das ist halt auch immer so mein Dirty Little Helper, wenn ich wirklich, in der Weihnachtszeit sehr viel Stress habe oder wenn ich meine Tage habe, da kommt sowas ganz gut. Da sind auch 2x7,5 Milliliter drin. Da hat man 4x Maskenspaß. Der 5. Dezember ist mit einem sehr kleinen Produkt gefüllt und zwar Shampoo Bar Orange ist das. Okay, da stehen halt jetzt hier auch Inhaltsstoffe drauf. Von Nelumbo Kosmetik ist das Ganze. Mir wäre es jetzt ganz 20 Gramm. Ich wollte schon sagen, mir wäre es ganz lieb, wenn die auch die Grammanzahl draufschreiben. Das ist in so einem süßen Organza-Säckchen. Das finde ich auf jeden Fall hübsch gemacht. Ich persönlich mag nicht so gerne zum einen zitrische Düfte, nicht ganz so mein Vibe. Und zum anderen mögen meine Haare leider keine festen Produkte. Ich habe vieles ausprobiert. Das ist einfach zu strohig dann bei mir, ne? Und hier ist halt auch an erster Stelle Tonerde drin, was ja auch dafür sorgt, dass das Ding wahrscheinlich zusammenhält und so. Das mögen meine Haare nicht ganz so gerne, leider. Naja, aber vielleicht für andere ganz gut geeignet. Squalane sind hier auch drin. Das ist halt eigentlich auch eher so ein öliges Gedönsen, was dann auch pflegend wirken soll, ne? Für mich leider nicht so geeignet. Nikolaus. Der 6. Dezember enthält etwas von Sante Naturkosmetik. Da haben wir was für die Lippen drin enthalten.
in der Farbe 02 Sheer Prime Rose. Das ist interessant. Ein Moisture Lipstick. Da weiß ich gar nicht. Könnte sogar sein, dass ich den schon da habe. Die sind nämlich wirklich toll. Ne? Also diese Lippenstifte von Sante, die haben das wirklich klasse gemacht. Ja, meiner ist ein bisschen gepunktet. Aber es ist halt Naturkosmetik. Das heißt, da sind halt wenige Konservierungsstoffe und so weiter drin. Dass wenn dann der Adventskalender so verschiedene Hitze- und Kälteregionen durchwandert, dass es dazu kommen kann, dass die Oberfläche dann vielleicht nicht ganz so mega clean aussieht. Ist eine sehr schöne Farbe. Ja, der Adventskalender leidet halt schon so ein bisschen, wenn man den aufmacht. Ne? Der 7. Dezember enthält etwas von Semilack. Ein Nagelöl scheint mir das zu sein. Fragile Nails, Dry Cuticles. Ja, für brüchige Nägel und trockene Nagelhaut. Das ist nährend mit 11 Millilitern. Und das finde ich interessant. Nagelöle verwende ich super gerne, sowohl an den Händen als auch an den Füßen. Vor allem an den Füßen. Das mache ich mir gerne abends drauf. Und das hilft mir tatsächlich, dass die Nägel geschmeidiger sind und ich weniger diese Probleme mit eingewachsenen Fußnägeln habe. Das habe ich seit meiner Kindheit, ne? Wurde auch schon zweimal dran operiert, weil ich sehr, sehr runde Nägel habe. Das ist einfach ein Thema von meinem Nagelbett und ja, deswegen, sowas kann ich immer sehr gut gebrauchen, wenn ich das in den Adventskalendern drin habe, wandert das ein oder andere auch gerne mal in meine Backup-Kiste dafür. Und es ist einfach auch mal was anderes, finde ich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und das macht sie mit einem Seifenstück von Lavon Savon de Midi mit Lavendel und Karité-Butter und so. Und das dürfte auch eine Originalgröße sein von der Treibholz GmbH, steht hier hinten drauf. Ich glaube 100 Gramm genau sind hier drin enthalten, und das ist halt einfach ein Seifenstück. Können wir gut gebrauchen, kann man auch wirklich ganz gut für seine Pinsel verwenden, wenn da nicht irgendwelche Lavendelstücke drin sind oder so, um die halt zu reinigen, ne? Nur so als kleiner Tipp am Rande. Ja, in der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Einmaleinwendung freuen von DM Nebt Langhaarmädchen. Anti-Haarbruchkur Lovely Long für geschädigtes, brüchiges Haar. Kann ich gut gebrauchen mit Arganöl und Aminosäurenkomplex. Ne? 20 Milliliter sind hier drin. Ja, also wenn man da länger was von haben will, dann nimmt man halt nur einen Teil daraus und dann macht man das halt so, schlägt das ein bisschen um. Und dann macht man das mit einer Haarklammer einfach zu, mit einem Bobbypin oder mit, ne, mit so einer Klapp-Clip-Clip läuft. Und ja, 3 bis 5 Minuten lässt du das in den Längenspitzen einwirken. Finde ich schön, aber ich finde es halt wirklich, die Darreichungsform ist nicht so meins. Ne? Das finde ich immer ein bisschen schade. In der Nummer 10 darf es mit No Cosmetics weitergehen. Mit dem Anti-Ox-Serum ist, glaube ich, ein recht bekanntes Produkt mit Ferulasäure und Resveratrol. Schützt die Haut vor freien Radikalen und vorzeitiger Hautalterung. Da sind 20 Milliliter drin enthalten. Ferulasäure ist halt ja, nur mit Säure im Namen. Ne? Das ist kein chemisches Peeling. Ist halt genauso wie bei Hyaluronsäure auch. Und ja, genau, das soll halt die Haut entsprechend Slow-Aging-mäßig unterstützen und so ein bisschen Zellstoffwechsel ankurbeln und so weiter. Und ja, ne? Für mich wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu basic. Das würde ich mir dann kombinieren, morgens zum Beispiel mit einem Hyaluronserum oder so. Abends würde ich mir das dann kombinieren mit einem Ceramidserum, um einfach da der Haut nochmal ein bisschen mehr zu geben. Aber ich glaube, an und für sich ist es ein schönes Produkt. Ich habe es nur noch nicht ausprobiert. Am 11. Dezember zeigt uns der Adventskalender, dass vegan auch abgefahren sein kann. Und das finde ich immer schön von Kia Charlotte oder Carlotta. Ein Vegan Nail Polish in Independent. Das ist eine so schöne Farbe. So ein richtig schönes Himmelblau oder Mitternachtsblau fast schon. Wo man dann auch so Sparkles drin hat. Ne? So schaut es einmal aus. Das finde ich richtig schön. Ist einfach mal was anderes als dieses klassische Rot oder so Newton, ne? Wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber es ist vielleicht ein Denkanstoß für den einen oder anderen, der den Adventskalender auspackt, dass es zum einen veganen Nagellack überhaupt gibt und zum anderen, dass man auch vielleicht mal etwas auf die bunte Seite der Macht kommen darf. Holla die Waldfee, der 12. Dezember, ne, Halbzeit ist ganz schön groß, Eco Cosmetics Hair Deep Conditioner, eine Haarkur. Wir hatten schon eben eine Haarkur, ist noch gar nicht lange her, Leute. Deep Conditioner Haarkur. Mit Sanddorn und Olive, Geschmeidigkeit und Pflege. Hä? 125 Milliliter sind hier drin. Was bist du denn jetzt? Bist du ein Conditioner oder bist du eine Haarkur? Also hier steht drauf Haarkur. Und man soll es bis 10 bis 15 Minuten tatsächlich einwirken lassen. Und du kannst es dir sogar auf die Kopfhaut geben. Das ist auch crazy, ne? Du kannst es aber auch als Conditioner verwenden. Als Deep Conditioner. Hä? Ich glaube, das Produkt weiß selber noch nicht ganz genau, was es sein möchte. Die Marke habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Leute. Am 13. Dezember habe ich I plus M Berlin hier drin. Fair, Organic, Vegan, normale Haut. Ein Augenbalsam mit Aloe Vera und Hyaluron. Das ist so ein ganz klassisches Produkt mit 15 Millilitern. Kann im Prinzip jeder Hauttyp so verwenden, weil Aloe Vera und Hyaluron ist halt feuchtigkeitsspendend.
Am 14. Dezember haben wir etwas von Oh Yes hier drin, wo ich nicht wusste, dass sie sowas auch haben. Hallo, ich bin All Eyes on Me, Calming Augenmaske, beruhigt gestresste Augen mit grünem Tee, Matcha und Gurkenextrakt. Das würde ich definitiv morgens anwenden, ne? Sieht auf jeden Fall auch sehr ansprechend aus. Werde ich mal ausprobieren, weil das kenne ich noch gar nicht. Ein wirklich sehr kleines Pöttchen verbirgt sich am 15. Dezember hier drin und jetzt haben wir mittlerweile ganz schön viel gerade hier für die Augen, denn hier kommt noch ein Augenbalsam von Dr. Bu Hohn. Okay, Boost and Balance the Eye Cream. 5 ml haben wir hier drin enthalten. Also wir haben ein Augenserum, wir haben Augenmasken, wir haben gerade eine Augencreme gehabt. Und dann haben wir direkt relativ schnell hinterher nochmal eine Augencreme. Das ist blöd aufgeteilt. Ich weiß nicht, was da bei manchen Adventskalenderpackern los ist, ne? Aber irgendwie kriegen die das nicht hin, so ein homogenes Verhältnis zu haben. Weil man muss doch davon ausgehen, dass die Person, die dann quasi dieses Produkt jetzt erstmal in Anwendung genommen hat, sagt, okay, ich habe jetzt eine neue Augencreme, die lasse ich jetzt langsam in meine Gesichtspflegeroutine einschleichen, ne? Ah, okay, am nächsten Tag habe ich dann auch noch Augenpatches drin. Ja, die kannst du auch nochmal anwenden, ist ja eine Einmalanwendung. Aber wenn du dann nochmal eine Augencreme bekommst, so, hä, warum? Ich habe doch jetzt gerade eine, die ich neu testen möchte, ist die andere nicht gut genug. So dieses Gefühl könnte aufkommen, oder? Irgendwie komisch. Also mindestens auf 2 verschiedene Halbzeiten aufteilen, meiner Meinung nach. Am 16. Dezember haben wir von Last Object, ich weiß gar nicht, von welcher Firma das genau ist, diese wiederverwendbaren Abschminkpads, die sind gut, ne? Designed in Denmark. Man sollte sie nur nicht, kleiner Tipp am Rande, in Waschmaschine und Trockner packen. Waschmaschine ja, Trockner. Die werden dann echt anders, ne? Das ist so meine Erfahrung davon. Denn man soll die ja normalerweise auch richtig gut weiterverwenden können. Ich würde die einfach nicht mehr in den Trockner packen. Die sind nämlich aus so natürlichem Material. Ich glaube, das ist irgendwie Bambus oder sowas. Weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall total cool, dass man das so drin hat. Und das passt zu diesem Adventskalender. Jo. Das ist halt so verwirrend. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, haben wir von Schäben schon wieder was Haarmaskenmäßiges drin. Die Arganöl-Haarmaske Frizz Control regeneriert und stärkt die Haare mit Biotin. An und für sich auch wieder ein tolles Produkt. 20 ml sind hier drin. Also ich habe richtig Bock, das anzuwenden, auszuprobieren, euch zu reviewen und so, ne? Aber wir hatten doch jetzt schon sehr, sehr nah bei quasi 2 andere Haarmasken. Also irgendwie, das nimmt dem Produkt den Zauber. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember gibt es hier erstmal schön so einen Bimsstein. Ja, ist eine Bimssteinbürste von Kroll und Dennecke. Okay, das ist, sieht super aus, wird aber wahrscheinlich nicht lange hübsch aussehen, um das mal ganz ehrlich zu sagen, ne? Weil Holz, Wasser, wird irgendwann hübsch. Sowas musst du ja auch regelmäßig austauschen. Ab und an mal einen Bimsstein zu wechseln, ist wirklich nicht verkehrt. Am 19. Dezember haben wir wieder ein festes Shampoo drin. Von Logona Naturkosmetik ist das Naturstück festes Pflegeshampoo mit Bio-Hanf und Bio-Brennnessel. Und das ist für trockenes Haar wohl sogar geeignet. 60 Gramm sind hier drin enthalten. Wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Haare das nicht ganz so gerne mögen. Und ja, hier hast du halt so ein festes Stück drin, was auch so fancy geformt ist, ne? Das ist, glaube ich, bei Logona immer so in dieser Blattform. Auch ein Blatt ist draufgedrückt. Genau, kann man machen. Ist für einen Adventskalender eigentlich auch immer ganz praktisch, ne? Weil dann geht ja nichts kaputt, kann nichts auslaufen, läuft. Oder läuft nicht. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember haben wir von New Key Care Essentials eine Handcreme mit Ceramiden, Squalan drin enthalten. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Finde ich tatsächlich sehr schön. Eine Handcreme in Pflege-Adventskalendern kann man immer gut gebrauchen. Hier sind 50 ml drin. Das ist einfach eine Tube. Und Ceramide sind schön reparierend. Und was war da noch drin? Squalane, das ist halt eher so ein öliges Produkt, ne? Was dann quasi, ich glaube, das natürliche oder die natürliche Variante von Kollagen, das ist halt so, dass es sich quasi wie so eine Schicht auf die Hände drauflegt, aber hoffentlich ohne, dass man sie spürt und dafür sorgt, dass die Hautfeuchtigkeit nicht verdunstet. Reden? Nein, kann sie nicht. Ja, am 21. Dezember ist ein fancy Produkt drin, Leute. Das ist das Bio-Zahnöl von Elia Sahil. Schützt mit Kurkuma, erfrischt für die tägliche Mundhygiene. Ist mit Glas hier auch drin, ne? 50 ml sind hier drin enthalten. Ich habe mal wirklich versucht, auch regelmäßig ein Mundziehöl oder ein Bio-Zahnöl zu verwenden. Das kostet Überwindung, aber als kleiner Tipp, dass wenn man nicht weiß, wann man sowas anwenden sollte, unter der Dusche. Leute.
Wenn ihr duschen geht, macht euch das im Mund und dann, oder stellt euch das am besten sogar unter die Dusche. Dann habt ihr nämlich wirklich auch die, hier steht 2 bis 3 Minuten oder sogar 20 Minuten als Öl ziehen, reinmachen. Perfekt. Absolute Empfehlung, das während der Dusche zu machen. Ne? 2 Tage vor Heiligabend, am 22. Dezember, haben wir die 2. und letzte Schnapszahl und da haben wir von Dermacell Sofort-Effekt Totes Meer Mineralien eine Anti-Müdigkeit-Maske hier drin, für alle Hauttypen geeignet. Und das ist eine Crememaske mit 12 Millilitern. Die kann man sich morgens drauf machen oder abends, wie man möchte. Ich würde sie mir wahrscheinlich eher morgens drauf machen, weil morgens sind meine, meine Augenringe von hier bis nach Meppen. Und die lässt du 10 Minuten drauf. Das ist immer ganz praktisch, ne? Das ist auch mit Koffein und so, genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Zähne putze, mache ich das ganz gerne, dass ich mir so eine Crememaske drauf mache, weil da habe ich ja eh nichts anderes zu tun. Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, gibt es Wannegut. Wannegut Manufaktur, Shea Sahne, Lycea Zitrone, eine Gesichts- und Körpercreme. Oh, das ist interessant. Ich weiß jetzt nur nicht, 30 Milliliter sind hier drin. Okay, ist bis Juli 2025 haltbar und das kann man dann sowohl für den Körper als auch fürs Gesicht verwenden. Stimmt, hatten wir überhaupt schon eine Gesichtscreme hier drin? Nee, ne? Dann kann man die auf jeden Fall dafür verwenden, wenn man möchte. Für den Körper wäre mir das, glaube ich, ein bisschen zu hochpreisig. Ich glaube, das ist nicht ganz so günstig. Ist auch hier in so einer schönen Glasverpackung, ne? Bei 50 Milliliter oder 30 Milliliter habe ich ja ruckzuck aufgebraucht. Am 24. Dezember, Heiligabend, gucken alle in die Röhre, die keine Wanne haben. Oder sie verwenden es als Fußbad, wie man möchte. Denn hier ist von Biroutine Dein Moment die Badebomben drin enthalten. Sprudelnde Badebomben mit dem Duft von Pflaumen, Kuchen, Plätzchen, Teich und Bratapfel. Wie geil. Also ich feiere das. 300 Gramm sind hier drin. Wie gesagt, ich feiere das, aber ich habe auch eine Wanne mittlerweile. Yay. Aber damals, wenn ich noch, als ich noch keine Wanne hatte, hätte ich jetzt gesagt, ja toll, das ist natürlich blöd. Ne? Aber wie gesagt, du kannst es auch für ein Fußbad verwenden. Ist dann halt immer ein bisschen schade. Aber irgendwie ist es schön, das hier so zu Heiligabend reinzupacken. Andererseits ist es halt so ähnlich, als würde ich hier einen Bronzer reinpacken. Weil das ist halt, nicht jeder hat eine Wanne. Ne? Das ist typengebunden quasi. Naja, ja, Adventskalender ist ausgepackt, würde ich mal so sagen. Ich finde, es ist eine schöne Mischung hier rausgekommen. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr dekorative Kosmetik gewünscht, aber ich komme damit klar, dass ich nur ein Lippenstift hier drin habe, den ich theoretisch auch als Blush umfunktionieren könnte, gar kein Problem. Ansonsten finde ich ihn einfach sehr komisch gestaltet. Also meiner Meinung nach einfach nicht so ganz durchdacht, nicht so ganz richtig überlegt, wann packe ich welches Produkt rein. Also macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn, ne? Ja, und manche Kategorien sind echt überbelegt, manche sind unterbelegt, weiß ich nicht. Trotzdem ist es ein schöner Adventskalender im Großen und Ganzen, vom Inhalt her, ne? Aber wie gesagt, von der Aufteilung her ist da echt nochmal Luft nach oben. Naja, ich denke auch, dass wir hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, denn manche Marken kenne ich davon. Das heißt, auch vom Preis her, denke ich, ist es ein faires Ding, dass wir hier auch wirklich ungefähr 200 Euro auf dem Tisch liegen haben. Ja, ein solider Adventskalender, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, rennt los und holt euch den. Also für mich hat dieser Vibe nicht so ganz gestimmt bei dem Adventskalender, beim Auspacken, beim Erleben der einzelnen Produkte und auch bei der Konstellation und so. Das hätte etwas schöner, charmanter gelöst werden können und ich glaube, dann wäre das Auspackerlebnis etwas angenehmer gewesen. So ist es halt wirklich nicht dieses Wow-Gefühl. Das fehlt leider so ein bisschen. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.